Hallo und herzlich willkommen bei 2 Nerds 1000 Games. Ich bin die Kari und habe mal wieder in meine Spielekiste gegriffen. Heute habe ich Contrast rausgekramt, ein wunderschönes kleines Spiel, das in den 1920ern in Frankreich spielt. Und es spielt auch sehr schön mit dem Konzept von Licht und Schatten. Was genau ich damit meine, werdet ihr gleich sehen, denn wir machen jetzt mal ein neues Spiel. Das da ist Dawn, unsere Spielfigur, die spielen wir. So, Ladezeiten dauern leider immer so ein klein bisschen. Dafür sind sie aber auch wunderschön gezeichnet, wie ich finde. Und da sind wir schon. So, hier glitzert was. Schauen wir doch mal. Wir haben direkt was eingesammelt. Ein Bild. Das da ist Didi. Das ist eine kleine Freundin von uns, ihre Familie. Das da sind wir. Warum sie uns als Schatten gezeichnet hat, werdet ihr gleich noch sehen. Ah, das wunderschöne Lied aus dem Intro. Generell hat dieses Spiel unglaublich schöne Musik zu bieten. Aber wir schauen uns mal gerade ganz kurz noch um. Sehr viele Bilder hier. Da haben wir das Bild, was wir gerade gefunden haben, nochmal. Diddy's Escape Plan. Na dann. It's time for bed, Didi. Go hop in bed. I'll be right in to tuck you in. Good night, Daddy. What are you doing here? My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Okay, sweetie. Night, night. What are you looking at? I don't think she can see you. Now promise me you'll be a good girl while I'm out singing. I promise. No sneaking out this time. I'll get in trouble. I promise. That's my good girl. Mommy, is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, she's gone. She's gonna sing at the Ghost Note tonight. It's the most beautiful cabaret. Come on, we'll miss her show. So, da haben wir direkt unsere erste Quest. Wir sollen uns mit Didi auf dem Dach treffen. Mit Leertaste können wir springen. So, na komm. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, nur sie kann uns sehen. Oh no, somebody moved the ashcart. Look. I know. You could go down there and move the ashcart. And I could jump down. I'll play here. So, you can go over there and be a shadow person. So, das ist unsere besondere Fähigkeit. Wir stellen uns jetzt an eine beleuchtete Fläche und werden zum Schatten und laufen durch die Schatten. Hier kommen wir jetzt nicht mehr weiter, also wow, wieder zurück. I wish I could do that. Could you teach me how to do that? Okay, now move the ashcart to where I can jump into it. So, wir helfen ihr zu entkommen. Wie ob der eine Meter so ausgemacht hätte. Do you think it was Mommy? She got really mad at me the last time I snuck out. Where did you go for so long? I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday. Mm. Now we go this way. Follow me. Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this cart, you could walk up to Shadow, couldn't you? So, sie hat uns jetzt gerade einen Weg geschaffen. Wir werden wieder zum Schatten, laufen hier hoch. Wir verlassen den Schatten übrigens auch automatisch, sobald wir eine beleuchtete Fläche verlassen. So, und springen. Und wir sind wieder da. Come on! See you at the ghost now!
So, schauen wir uns aber ganz kurz hier um. Hier gibt es nichts zu entdecken. Das ist eine Leuchtkugel gewesen, die müssen wir einsammeln. Es gibt in diesem Gebiet insgesamt 10 Stück davon. Deshalb sollten wir uns mal umschauen, ob wir noch welche finden. Da geht's nicht weiter. Da oben ist wieder eine. Und wir haben wieder ein Sammelobjekt. Das da ist Didis Mutter. So, auch da seht ihr wieder eine Leuchtkugel. Schauen wir mal. Ah ja, okay. Wir müssen da hochkommen. Also springen wir mal ein bisschen ab. Lalala, lalala, lalala. Jetzt müssen wir auf das Pedal warten. Da kommt es. Und Leuchtkugel eingesammelt. Solche Rätsel findet man hier überall im Spiel. Dass man halt mal einmal ganz kurz grübeln muss, wie es weitergeht. Da finden wir wieder was. Mhm, Carmine Bruni zum zweiten Mal von Mordvorwürfen freigesprochen. So, so. Okay. Gut, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das alles hier einmal kurz durchlesen. Einfach Pause drücken. So, geht's hier noch weiter? Nein, geht's nicht. Und ja, ich bin so ein Mensch, die möchte immer gerne alles noch kurz erkundet haben, bevor ich dann mit der Quest weitermache. Schade. They haven't started the show yet. You missed the dancers. They were so beautiful. I want to be a dancer when I grow up. Or an acrobat, like you. Did you always want to be an acrobat? Come on, let's go in. Tja, zumindest für uns ist hier nicht sonderlich viel los. Wanna put on some lights? I promise you'll like the view. Gut, das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir sollen die Scheinwerfer einschalten. Da ist ein Sicherungskasten. Come on, sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. So. Dort ist ein Saxophonspieler. Wie ihr schon seht, wir können Menschen hier nicht sehen. Denn wir bewegen uns in der Schattenwelt. So, letzte Scheinwerfer ist da oben. Da müssen wir jetzt erstmal hin. Oh, hey, one's on the fritz. Hey, Sparky, could you do something about that one too? It's really messing with our rhythm. So, repariere den Scheinwerfer. Schauen wir kurz, ob wir hier oben noch was anderes finden, bevor wir das machen. Wie zum Beispiel das da. Okay. Wie gesagt, wenn ihr solche Sachen gerne durchlesen wollt, einfach kurz Pause drücken. So, Einsetzen von Leuchtkugeln. Da. Dafür brauchen wir die nämlich, für solche Apparate. Deshalb sollten wir möglichst alle finden. Und den letzten ausgerichtet. Viel Spaß beim Auftritt. Joe, baby, I got this. There's no one happy.
for me, Charlie, would you? So, das war schon mal der erste Auftritt von Didis Mutter. Ich glaube, die Schatten sagen alles. Hier geht's weiter. That's Daddy. What are you doing here? You're singing good tonight, Ken. Don't smooth talk me, Johnny. We had an agreement. Is that what you call it? I never wanted to leave. You kicked me out. You want money from me, Johnny? Because I'm ducking the landlord. I don't need a handout, babe. Look at this suit. You work in another one of your famous deals? This one's big, Kat. Oh, sure it is. Till it blows up like last time and the time before that. Not this time, babe. I'm gonna make it all up to you. I gotta get back on stage. Then meet me after. I'm staying at the Excelsior. But you think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? It's gonna be better this time, babe. You're gonna see how much better it can be. Room 529, kiddo. Where is he going? I need to talk to him. So, wir werden Didi natürlich sofort helfen, aber erstmal, wie gewohnt, gucken wir uns hier einmal um. Es gibt so viel zu finden. Haha. Ah, ja, der Herr Johnny, der Vater, hat einen Scheck an die Mutter geschickt, aber der war nicht gedeckt. So viel zum Thema, warum sie ihm nicht vertraut. Ihr hört im Hintergrund, das Lied geht weiter. Ich finde die Musik von diesem Spiel halt einfach so wunderschön. Da geht's nicht weiter, also laufen wir die Straße entlang, haben eh keine andere Wahl. Da ist er doch. He just went through the gate. I bet he's going to the bar. Mommy said Daddy left us, but that's not true, is it? She kicked him out. Ja, natürlich. Und wie jede gute Mutter hat sie versucht, ihrem Kind es leichter zu machen. Naja. So, hier hinten haben wir noch ein Geheimnis. Das zeige ich euch gleich. Na, hier geht's nicht weiter. Hübsch. So, dann schauen wir doch mal. That's my good girl. Mommy. Sowas findet man relativ häufig. Meistens kommt man dadurch halt an die Leuchtkugeln. Schauen wir mal, hier oben ist aber noch ein kleines Geheimnis, und zwar ein Easter Egg. Ja, das möchte ich euch gerne zeigen. Genau, und zwar haben die Entwickler damit großzügigen Spendern gedankt und die ganzen Namen hier aufgelistet. Wie ihr gesehen habt, braucht man halt einfach ein klein bisschen Trick, um das hier überhaupt zu finden. Ich persönlich finde das sehr, sehr schön, dass sie daran gedacht haben. Okay, die Liste ist relativ lang, wenn ihr die mal komplett lesen wollt. Ach nee, das war's schon. Ich dachte, die wäre länger. Ihr habt es jetzt einmal gesehen. Wie gesagt, ich finde es wunderschön. Mach's jetzt irgendwie wieder aus. So. Mehr gibt es hier aber tatsächlich gar nicht zu sehen. Das wollte ich euch nur einmal kurz zeigen. Also Moment, da kommen wir gar nicht raus. Wir müssen hier oben lang. Und dann da. Hops. Ups, abgestürzt. Egal. Aber ihr seht, solche Dinger machen spezielle Schatten frei. Und damit kann man halt an Geheimnisse kommen. That's my good girl. Okay, da gibt es wieder was zu holen. Kommen wir im Augenblick aber noch nicht dran. It won't open. But you could break it open. You're pretty strong. Ach, bin ich? Okay, Moment mal. Das können wir direkt hier hinten anwenden. Wieder eine Leuchtkugel. Na den, Attacke. Come on, it's this way. Da oben ist wieder eine Leuchtkugel. Da werden wir später noch dran kommen, hoffe ich mal. That's the amazing Vincenzo. He's a world famous illusionist. What's Daddy doing with him?
Okay, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn? Das können wir benutzen. Come on, Vincenzo. It's just some film footage of your act. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You got a few debts. Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me of... Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash. Don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Jo, die Filmrolle finden wir da oben. Jetzt müssen wir noch einen Weg finden, da hochzukommen. Hm, ob das mal hiermit zu tun hat, wer weiß. Gut, ich sammle aber erstmal wieder die Sammelobjekte ein. Ah, der fantastische Vincenzo. Gut, ich schaue mich noch einmal kurz weiter um. Hm, nee, da ist nichts mehr. Schauen wir mal, werfen wir den Schatten? Ja, wir werfen den Schatten. Haha. So, wir müssen das Ganze so platzieren, dass wir jetzt eine Treppe nach oben bekommen. Ah, das sieht ganz gut aus. Näher ran, damit der Schatten größer wird. Hier. Bisschen knifflig, das könnte passen. Ups. Haha, schon oben. Da geht's raus. Gucken wir noch einmal ganz kurz. Oh, wo sind wir hier? Ah, natürlich. Die eine Leuchtkugel, die wir vorhin gesehen hatten. Direkt eingesammelt. Sehr gut. Geht's hier noch weiter? Ja, da geht's wieder rein. Sehr schön. Okay. Was haben wir diesmal? Die Zeitung. Mit einem Bericht über Vincenzo, noch eine Leuchtkugel. Und das da müssen wir holen. Thank goodness! Now we have to get the movie to him. I think he's going to the cinema to meet his friends. Na dann. Go. Mr. Fenris, I have performed for the King of the Universe. There are monkeys who know about the amazing Vincenzo. If your investors haven't heard about me, they're stupid. Ich mag das Mädchen. Oh no, there's no way to get across. I know. If we could get the spotlight working, then I could track you with it. But it's out of power. We need some luminaires. Do you have any? Ja, natürlich habe ich welche, aber bevor ich die einsetze, gucke ich mal, ob ich hier noch was entdecken kann. Ja, da hinten haben wir wieder ein Geheimnis. Sehr gut. Da geht's nicht weiter, da auch nicht. Okay. Das war ungeschickt. Aha. Hupdidu, ich wusste auch, da ist noch was. So, da muss man direkt drei Leuchtkugeln investieren. Okay.
Ah, die lenkt den Leuchtstrahl für uns. Okay. Da muss man manchmal ein bisschen schneller reagieren, aber hat perfekt funktioniert. It's too far. Can you help me, please? So, jetzt müssen wir einen Weg für unsere Freundin finden. Einmal ganz kurz schauen, bevor ich das tue. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Ja, ja, ich warte auf dich, natürlich. Aber wegen Betreiberwechsels im Moment geschlossen, okay. Lalalala. Schauen wir mal, da geht's nicht weiter, okay. Aber da geht's weiter, okay. Ah, da oben ist eine Leuchtkugel. Okay, das hat irgendwas mit den Schirmen hier zu tun. Damit müssen wir uns eine Brücke bauen. Okay. Okay, verstanden. Muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit zwischenlassen. Okay, gut. Haha, diesmal war ich schnell genug. Da haben wir Leuchtkugel Nummer 8 eingesammelt. Sehr schön. Okay, dann holen wir uns noch Fix-Diddy rüber. Da haben wir eine Brücke gebaut. Sehr gut. Thank goodness, it was such a big jump. Ich weiß, ich habe ihn gemacht. Oh, it's locked. Oh wait, didn't get to just. I told you I was good at fixing things. Ja, so reparieren ist klar. Du bist ja gerade eingebrochen, meine Liebe. Aber lassen wir das. Maybe you could find another way in. Ja, natürlich finden wir einen anderen Weg rein. Nur einmal ganz kurz umschauen, ob es hier was zu finden gibt. Da geht's auch nicht weiter. Okay. Gut. Ja, das hat natürlich irgendwas mit den Figuren hier zu tun. Schauen wir mal. Ah, okay. Das sieht schon mal nach einer ganz netten Brücke aus. Jo. Ach ja, Nosferatu. Das wäre noch ein Vampir. Okay, was machen wir mit ihr so lange? Das wäre der Falsche. Tja, irgendwie... Guck mal, ich stelle sie mal zur Seite. Vielleicht funktioniert das ja so schon. Nee, das ist zu hoch. Okay. Ha. Vielleicht, wenn ich ihn nah genug reinschiebe, dass ich dann da drauf springen kann. Genau. Okay. Und jetzt mit ihr. Da noch eine weitere Brücke bauen. Okay, das könnte klappen. Genau, auf das Ding drauf springen und dann hoch. Haha. Was haben wir diesmal? Okay.
Johnny war wegen Scheckbetrugs im Gefängnis, wurde gerade erst entlassen. Nett. Netter Vater, muss man ihm lassen. Einfach mal durchs Glas durchgehen. So. Wir sind im Aufführungssaal. Dee Dee, what are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did Mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? Well, that's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. Shh, shh, shh. But... Shh. I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you... Dee Dee, you have to get out of here. I won't tell Mom you snuck out. Okay, go. Das war knapp. Hey, Carmine, Silvio. He doesn't have the money to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. We have to show them the movie. You got him? You're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah. Yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend our money on that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie! Show them the movie! Okay, retten wir mal den Vater. Oh, you broke my finger! Oh! Hey, knock it off, Sal. Check this out. Jeez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow and pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. Haha. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. We'll play canasta. Just the four of us. Hmm? Okay, but... He's not asking, Johnny. He's telling. You're gonna hurt my mom. Gut, wir haben den Vater gerettet. Jetzt müssen wir noch die Mutter retten. Das werden wir aber erst beim nächsten Mal tun. Bis dahin, viel Spaß noch.